Let's go, Laras Zuhause. Willkommen zurück. Nach der aufreibenden Angelegenheit letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut, um meine Fertigkeiten zu üben und neue zu erlernen. Interessant, wie sie damals dann den Zopf hatte. Der Arme. Der Arme einfach. Der Arme. Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Könnt es ruhig ein bisschen durch die Wohnung hüpfen. Ja. Das glaube ich, dass es euch gefallen würde. Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Meint ihr, dieses Zurück zum Start werdet ihr jetzt öfter hören? Weil ich glaube, ja. Ich will Hauptsache erstmal einmal durchkommen. Um hinaufzuklettern, drücke vorwärts und halte die Handlungstaste gedrückt. Ah, das habe ich gespielt. Ja, ich meine... Shit. Ich meine, das hätte ich auch mal zumindest den Anfang gespielt. Boah, wie die Dinger sich da ein bisschen bewegen, sieht schon ein bisschen creepy aus. So. Meint ihr, ich schaffe das in unter 30 Minuten? Also die Dinger hier dran, das sieht echt ein bisschen schwierig aus. Aber wir müssen eine Sache auf jeden Fall machen. Meine Bestzeit unterbieten soll, heißt es zurück an den Start. Wenn ich meine Bestzeit unterbieten soll, heißt es zurück an den Start. Das wollte ich eigentlich machen. In unter 30 Streams, da bin ich guter Dinger. Wenn ich meine Bestzeit unterbieten soll, heißt es zurück an den Start. Ja, ja, Lara, halt die Klappe. An den Start. Oh, guck mal, er läuft uns hinterher. Der ist so langsam einfach. Ja, ja, der Arme. Der hat heute auch noch ein Schicksal vor sich. Wieso hat man eigentlich immer, oder ist es nur bei mir so, in Tomb Raider den Drang, immer zu hüpfen? Okay. Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Zurück zum Start. Habt ihr nicht gesehen? Nee, hab ich verkackt jetzt schon mit der Zeit. Nee. Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. So, meine Güte. Leute, ich werde schon schneller. Wenn auch nur minimal, aber es wird. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um 100 Stunden. Da ist was dran. Oh Gott, Leute, das war so knapp. Gerade noch so, oh, ich bin besser geworden. Und jetzt so, zack. Direkt verkackt. Ich meine, ich persönlich hätte da keinen Kopfsprung reingemacht, aber hey, wer bin ich schon? So, keine Ahnung, ob ich hier lang muss. Halt dich doch auch mit deinen Beinen fest, Lara. Warum macht sie das denn nicht? Muss ich hier gar nicht lang? Hä? Da oben musste ich hin. Aber warum hat sie das denn nicht gemacht?
toll. Toll, Lara, danke. Ich finde es aber auch interessant, dass sie hier halt direkt beim Trainingsparcours startet und nicht in ihrem normalen Schlafzimmer. Oh, ich hätte einfach nur noch durchsliden müssen. Wie unfair. Naja, wir machen jetzt erstmal das, wofür ihr alle eigentlich hier seid. Wo ist der Butler? Da ist er. Da ist er. Hallo. Wenn ich meine Bestzeit unterbieten soll, heißt es zurück an den Start. Aber es ist schon krass, wie sie das hier quasi ausgebaut haben. Wo geht's hier eigentlich rein? Kann ich durch die Tür gehen? Nee. Aber es wäre eine Abkürzung. Ich guck mal, wir finden den Typen ja so oder so irgendwann. Konnte man hier nicht auch mit einem Quad fahren oder so? Du kannst dir gerne auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Konnte man da irgendwas finden? Machst du nicht jeden Morgen auf deinem Trainingsparcours auf? Doch, doch, schon. Aber ich dachte, bei Lara war das halt ein bisschen anders. Ich dachte, sie hat ein bisschen mehr Selbstbeherrschung. Das Quad ist nicht im dritten Teil. Ich habe die Tür aufgemacht. Und hier ist doch ein Labyrinth, oder? Aber konnte man hier noch irgendwie was machen oder was finden oder so? Das mache ich, wenn wir den Butler eingesperrt haben. Weil ich habe keine Lust, dass der dann vielleicht doch ein bisschen schneller ist, als ich dachte. Und dann läuft er uns hinterher und verläuft sich dann im Labyrinth. Das wäre semi-gut. Habe ich damit jetzt alle Türen geöffnet? Ach, da ist er doch schon. Na komm. Ich finde die Geräusche lustig. Ich kann es nicht einordnen, aber ich finde sie irgendwie witzig. War da was am Fenster? Ach nee, okay. So sah das einfach damals aus und so heute. Das sieht einfach voll schön aus. Gerade auch so der Himmel. Richtig nice. Na, kommst du mit? Wie kam es eigentlich dazu, dass jeder von uns den Typen eingesperrt hat? Weil das kann ja nicht sein, dass es nur eine Handvoll Leute gemacht haben und sie das dann hier noch mit extra implementiert haben, dass er erfriert, also einfriert. Er erfriert ja nicht. Aber ist schon krass. Und das ist übrigens Laras Waschbecken. Ich frage mich, wie sie da an den Wasserhahn kommt. Wahrscheinlich so und dann nutzt sie das gleich parallel mit als Badewanne, um Platz zu sparen. Okay, wo ist er denn? Wo ist Winston? Oder wie auch immer er heißt. Hier. Hallo? Achso, gut, er läuft am Rand lang. Mhm. Die Fenster sind auch gigantisch. So. Er läuft einfach da durch. Klar. Ich warte. Und warte. Und da kommt unser Zielobjekt. Wie nah kommt er? Okay, und jetzt? Wie lange dauert es, bis er einfriert? Oh, ist schon gemein. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe. Und hören nicht die ganze Zeit dieses Geklapper. So, geht's da hinten noch weiter? Ah, da ist auch noch eine Tür. Ach, hier war doch der alte Trainingsraum, ne? Glaube ich zumindest.
Zumindest, also sie hat die ganzen Kisten weggeräumt, das ist ganz gut. Butler sind die neuen Vögel. Ja, aber das hier ist ja auch vom Spiel vorgesehen, dass man ihn da einsperrt. Die Frage ist halt, wie gesagt, wirklich nur, wie lange müssen wir ihn da jetzt drin lassen? Da ist noch eine offene Tür. Aber irgendwas muss man hier doch machen können, oder? Ich finde halt auch ihr Bett einfach gigantisch. Hey, guck doch mal im Vergleich zu Lara. Die passt da doppelt und dreifach rein und das wirkt halt einfach. Da ist ein Schloss. Nein. Doch, das ist ein Schloss, Lara. Das heißt, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Wow, und das ist ihre Badewanne. Das ist ein halber Pool. Sie hat schon eine krasse Bude. Und ihre Toilette, die ist so groß, da würde Lara reinfallen, wenn sie sich draufsetzt. Und zu dem Spiegel da oben? Da sieht sie sich einfach überhaupt nicht. Auf die Liste kommen unschuldige alte Butler. Aber das ist so vom Spiel vorgesehen, dass man ihn da einfriert. Sonst würde es ja keine Trophäe geben. Also ich weiß nicht, ob es eine gibt, aber ne? Bestimmt. Da drüben ist noch eine offene Tür. Hier geht's noch irgendwo rein. Ach nee, hier war doch ihr altes Trainingsdingens. Oder? Haben wir nicht beim letzten Mal hier gestartet? Also hier oben meine ich. Ja, hier haben wir gestartet. Okay, gut. Sie hat es einfach alles nach draußen verlegt. Geht natürlich auch. Was ist hier? Ich sehe nichts. Wenn man einfach die alte Grafik anmachen muss, damit man ein bisschen was sieht. Hier kommt ein bisschen Licht rein. Aber Herr Richter, das war doch kein Mord, das war so vorgesehen. Also wir ermorden ihn ja nicht, er ist ja nur ein bisschen eingefroren. Also, da besteht schon noch ein großer Unterschied. Oh, hier ist eine Wand. Okay, oben habe ich jetzt alles gesehen. Da war, wie gesagt, noch der Schlüssel. Wir können ja mal gucken, ob er jetzt schon eingefroren ist oder ob ich noch ein bisschen Zeit totschlagen muss. Was meint ihr, wie lange dauert das, bis so ein Mensch einfriert? Nicht lange. Ah, es gibt keine Trophäe. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oder habe ich was falsch gemacht? Habe ich beim Einfrieren was falsch gemacht? Ist er gerade wieder aufgetaucht? Der taut wieder auf, Leute. Nee, schnell wieder zu. Bett eingefroren für schlechte Zeiten. Oh, der Arme. Die Kühlkette nicht beachtet, ja. Aber auch eine gute Reaktion. So, ah, der taut gerade auf. Schnell wieder zumachen. Okay, was gibt's hier noch? Ja, das Labyrinth. Da ist bestimmt der Schlüssel für drin, oder? Ist immer rechts halten. Und wenn irgendwo eine Sackgasse ist,
Dann einfach umdrehen und weiterhin rechts halten. So. Das lässt ihn auch völlig kalt, ja. Ja, ist halt einfach cool. Ich weiß ja nicht, ob das so arbeitsrechtskonform ist, seinen Butler-Schock zu frosten. Ja, wir sind doch hier in Großbritannien bestimmt, ne? Da gelten andere Gesetze als in Deutschland, also... Weiß ich nicht, ich habe mich nie mit den Arbeitsschutzgesetzen auseinandergesetzt. Hä, komme ich hier noch irgendwo... Hier ist nirgends eine Sackgasse. Entweder ich bin komplett richtig oder ich laufe gerade straight auf eine richtig krasse Sackgasse zu. Hier ist doch der Eingang, oder? Okay, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Okay, also Rechtszeiten bringt mir nichts, außer dass ich im Kreis laufe. Wenn Lara Geburtstag feiert, läuft die Feier dann mit dem Butler wie bei Dinner for One ab? Bestimmt. Ich würde es Lara zutrauen. Es kann doch nicht sein. Grüße hast den Butler also kalt gemacht. Ja, könnte man so sagen. Klingt aber gemeiner, als es geworden ist. Das wussten die Entwickler schon damals und haben extra für dich einen Rundumkurs eingebaut. Ja, ist ja aber echt ein bisschen doof. Ich dachte so, yo, das ist voll die gute Strategie. Und dann laufe ich einfach einmal im Kreis. Ich habe halt null Ahnung, wo ich bin. Achso, ist ja Strömming. Hallöchen. Das habe ich vergessen zu sagen. Hallo. Bin ja gleich auf den Butler-Spruch eingegangen. Ja, nice, jetzt bin ich wieder da an der Kante. Da ist eine Sackgasse. Also ich muss bestimmt weiter ins Innere. Freut mich, dass du heute keine Probleme hast mit dem Game. Ich bin schon wieder am Eingang. Ich habe das Prinzip von einem Labyrinth irgendwie nicht verstanden anscheinend. Also ich hatte ja so in der Theorie nicht mal Probleme mit dem Game. Es war einfach OBS, was Probleme gemacht hat. Also das Game an sich, null Probleme. Also ich kann euch zumindest schon mal beruhigen, wir finden irgendwie immer wieder raus. Aber rein halt nicht. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Egal wo ich langlaufe, ich komme immer wieder da raus, wo ich reingekommen bin. Geht schon wieder, hier war ich doch auch schon. Gibt's eine Map von dem Labyrinth? Merkst du dir eigentlich, wo du lang rennst? Ich habe es versucht, aber tatsächlich hat nicht so ganz geklappt. Jetzt bin ich schon wieder hier. Jetzt gehe ich mal hier rein. Oh, guck mal da. Das hier ist neu. Habe ich sowas wie Fackeln?
Nicht mein Depp, Dingens sehe ich was. Ach, da geht's weiter. Meine Güte, Leute. Bin ich hier, wo ich hin sollte? Sind das Fackeln? Magnesiumfackeln, ja. Aber da hinzukommen war tatsächlich easy. Es war einfach nur hier am Rand langlaufen und einmal abbiegen. Gibt's hier noch was? Oder war's das? Das war doch jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Ja, und hier ist der Ausgang. Tada! Und jetzt stellt euch mal vor, der Butler wäre uns gefolgt. Und wir wären dem irgendwo in der Ecke begegnet. Ich hätte mich sowas von erschrocken. Nein. Nee, das ist nicht auf Zeit. Nee. Nur stell dir mal vor, das wäre eine Zeit gestört. Nee. Genau das dachte ich auch, Sir Ströming. Genau das dachte ich gerade auch. Wie unfair einfach. Ich meine, ich weiß ja jetzt ungefähr, wo es lang geht, aber ich weiß halt nicht, was der kürzeste Weg dahin ist. Also ich kann natürlich hier diesen langen Weg laufen, den immer nach rechts abbiegen Weg, aber ich habe das Gefühl, der ist halt einfach zu lang. Das schaffe ich doch never ever. Ich habe es nie geschafft, echt. Boah. Nee, das ist doch hier viel zu lang, der Weg. Ich sehe nichts mehr, Leute. Wartet mal kurz. Also, ob sich das lohnt, würde ich auch gerne wissen. Ja, ja, Lara, jetzt. Sprinter. Also, wenn ihr nur sagt, dass ihr es einmal geschafft habt, dann ist das ein bisschen demotivierend. Shit. Wisst ihr, wie lange die Tür offen bleibt? Mit Springen ist man schneller, oder? Also wenn man schon richtig springt. Ich schaff das doch safe wieder nicht. Ah, shit, ey. Mm. Lauf, Lara. Ich hab vergessen, wo ich lang muss. Oh no. Da. Ich bin safe wieder.
Stimmt, das Uhrenticken. Ja, war klar. Wenn man den Butler als Zwischenkeil benutzen könnte. Ja, aber wer baut denn bitte auch so ein Labyrinth? Leute, gibt's eine Map von dem Labyrinth, dass ich mir den kürzesten Weg raussuchen kann? Wenn ich hier nach links gehe zum Beispiel. Und jetzt hier lang? Bin ich dann nicht hier am Rand direkt? Der Weg wirkt auch so lang. Hallo Lalalu, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Zeitgesteuerte. Das war dumm. Mir tun jetzt schon meine Finger vom Drücken weh. Wo ging's nochmal raus? Tickt die Uhr noch? Nee, ne? Geschafft. Kann ich speichern? Ach. Oh nee, Mac, Hallöchen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Einfach geschafft, Leute. Wer hätte das erwartet? Und damit kriege ich die Tür wahrscheinlich wieder auf, ne? Oder auch nicht. Ich brauche mal noch eine Fackel, bitte. Entschuldigung? Luminum Handelchen auch dir. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag. Okay. War das jetzt nur für die Trophäe oder ist ja auch noch irgendwas? Bei uns fehlt ja für oben noch ein Schlüssel. Kann ich die aufmachen? Nee. Ganz normaler Keller, ja. Wer kennt's nicht? Den Keller mit den ganzen Goldmünzen. Nee, aber kann ich hier noch irgendwas machen? Oder ist es jetzt einfach nur so zum Angucken? Einfach nur, um zu sehen, wie stinkreich Lara ist. Dagobert Duck lässt grüßen. Das glaube ich in dem Raum bei dem Gold, glaube ich. Ich habe halt nur noch 3 Fackeln. Ich sehe hier keinen Schlüssel.
Also ich sehe hier auch in der alten Ansicht keinen Schlüssel. War ganz okay. Und deiner? Ja, mein Tag war auch okay. Hier komme ich ja nicht rein, also zum Gold. Wie sie einfach so viel Gold im Keller hat. Oh mein Gott, ey. Oder ist es wieder so ein Zeitspiel? Hier ist ja dieses Dingens. Ne, da geht einfach nur die Tür auf. Es wäre jetzt natürlich doof, wenn der hier unten ist und ich finde den einfach nicht. Okay, da sieht man noch weniger. Aber ich habe bisher auch nirgends ein Ausrufezeichen gesehen. Das muss doch hier sein. In den anderen Räumen waren wir ja alle schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, da unten ist nichts. Erst ein Tomb Raider 3. Das heißt, man ist ja einfach nach unten gekommen, um zu sehen, dass Lara stinkreich ist. Und dass sie halt Gold hat. Okay. Gut, dann. Hoppala. Da war eine Wand. Dann können wir ja wieder rausgehen. Ich habe die Trophäe ja bekommen. Aber wo ist der Schlüssel? Ach stimmt, hier war ja noch das Schwimmbad. Vielleicht ist der ja hier irgendwo. Ist er auf dem Boden oder so? Hat es sich aus deiner Sicht jetzt gelohnt? Also ich habe eine Trophäe. Von daher eigentlich schon. Aber es war jetzt schon viel Stress, ne? Ich meine, ich kann jetzt auch verstehen, warum das so eine zeitgeschaltete Tür ist. Soll ja nicht jeder da an das Gold rankommen, aber trotzdem. Hätte man auch anders lösen können. Ich meine, in die andere Tür komme ich auch nicht, weil ich dann Schlüssel brauche. Und da habe ich nicht mal einen Anhaltspunkt, wo der ist. Oder kriege ich dann noch keinen Schlüssel? Och, es sind Tomb Raider 3. Nee, hier ist nichts. Sie schwimmt in Teil 2 irgendwie schon anders, habe ich das Gefühl. Also ich habe gesehen, dass der Zopf jetzt über Wasser hängt, wenn sie oben schwimmt. Ich glaube, sie schwimmt einfach nur ein bisschen flüssiger, oder? Und hier ist halt der Zopf, der logischerweise dann so im Wasser schwimmt. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie das im ersten Teil war. Weil da hatte sie ja, also eigentlich hatte sie ja diesen hochgesteckten Zopf. Hier hatte sie ja auch schon diesen länglichen Zopf. Aber in der neuen Version hatte sie ja da auch diesen langen Zopf. Deswegen weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, da kommen wir raus. Aber wo ist der Schlüssel, Leute? Oder gibt es den gar nicht? Also wenn ihr es wisst, könnt ihr mir sagen, wie ich an den Schlüssel komme. Weil es ist ja hier nur Laras Haus, ist ja jetzt nicht so großartig Story. Bestimmt muss man da irgendwas machen und dann kriegt man den. Kann ich das hier anzünden? Den Schlüssel hier. Im Trainingslevel bleibt die Tür verschlossen, sagt Dr. Google. Aber kommt man hier in der Story auch hin? Oha, man kommt in der Story in Laras Haus? Den gibt es erst im Spiel, im letzten Level. Ach so, und dann kann man da... Also, hä?
Man kriegt den Schlüssel für dieses Trainingslevel, also für die Tür hier, kriegt man im letzten Level und kann den dann hier benutzen? Oder ist man dann im Hauptspiel nochmal im Haus? Ich versuche das hier nochmal. Ich finde es immer schön, wenn ich so eine Frage stelle und dann hänge ich noch so ein Oder dran und dann noch eine Alternative und ihr schreibt entweder ja oder genau oder sowas. Okay, im Hauptspiel im Haus. Okay. Gut, dann brauche ich das nicht. Suchen. Ja, bis wir das Spiel durch haben, habe ich sowieso vergessen, dass wir hier in dem Haus sein werden. Bin ich ganz ehrlich. Und im dritten Teil war das mit dem Quad. Okay, ist anscheinend nichts mehr. Dann haben wir ja theoretisch, wenn ich jetzt einmal dieses Level da noch, also dieses Trainingslevel da durch habe, haben wir theoretisch ja alles gesehen hier vom Haus, oder? Ja, wieso war ich irgendwie der Meinung, dass das Quartier im dritten Teil war? Im zweiten Teil meine ich. An das Quad erinnere ich mich. Da war es doch der dritte Teil, den ich gespielt habe. Also ich weiß halt, dass ich von jedem Teil mal hier das Haus gespielt habe. Was heißt gespielt? Ich habe reingeschaut. Aber... Nein, ich habe falsch gedrückt. Das war ganz schön schwierig. Ja. Du musst Anlauf nehmen, springen und dann die Handlungstaste drücken, damit ich mich an der Kante festhalten kann. Genau, der Leute. Der Anlauf wird perfekt, wenn du zur Kante gehst und kurz die Bewegungstaste zurückdrückst. Wenn du jetzt vorwärts läufst und die Sprungtaste drückst, lande ich genau drüben. Ja, sie erklärt das so schön, Leute. Gleichzeitig noch ein Portsilber machen und den Weltfrieden herstellen. Exakt. Das ist Laras Plan. Vor allem Lara und Weltfrieden herstellen, das sind so zwei Worte, die nicht in einen Satz passen. Ich hätte weiter unten abspringen sollen. Egal. Wir achten jetzt nicht auf die Zeit, wir achten nur darauf, dass ich durch diesen Parcours einmal durchkomme. Einmal bitte. Bitte, Lara. Ach so, jetzt nimmt sie die Beine. Alles klar. Ich erinnere euch daran, dass sie das vorhin nicht gemacht hat. Ich muss es gedrückt halten. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Aber vielleicht geht's noch schneller. 1,42,1. Einmal probiere ich es noch. 1,42,1. Was ist denn der Weltrekord? Wenn sie ohne Beine anfängt zu klettern, dann einmal kurz anhalten und warten, bis sie die Beine an der Kletterwand dran hat. Okay. Unter einer Minute, meinst du mich oder den Weltrekord, Markus? Also beim Weltrekord kann ich mir vorstellen, bei mir eher nicht so. Und dann gibt es eine Trophäe für den Butler einfrieren. Ich will eine Trophäe haben. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Kann ich nicht eigentlich schon hier drüben starten? Spart doch dann auch Zeit. Das war dumm. Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Zurück zum Start. Dich. Ah, Markus, da überschätzt du mich ein bisschen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe bei solchen Sachen 0,0 Skill.
ich finde diese Wand hier einfach furchtbar. Also die Jumps hier haben gut geklappt. Der war so semi-gut. Eher schlecht eigentlich. Also unter einer Minute ist für mich ein bisschen utopisch. Super, das war bisher meine beste Zeit. 1:22:06. Mein persönliches Ziel war unter 1:30. Ich habe 1:22:06 geschafft. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Ich glaube nicht, dass es unter einer Minute machbar ist. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, eine Minute ist halt schon krass. Ich wüsste gerne, was da der Weltrekord ist. Aber 1:22:08 reicht mir vollkommen aus. Das ist vollkommen fein für mich. So, jetzt lassen wir den Butler aber mal raus, Leute. Der Arme. Einfach wieder eingefroren. Wir haben ja jetzt alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Und ich will noch sehen, wie er auftaut. Das ist noch mein Ziel, Leute. Ich möchte sehen, wie er auftaut. Das war unspektakulär. Aber was willst du machen? So, Friends. Das war's dann für heute. Wir verabschieden uns von Laras Haus in dieser riesigen, ja, ich will es nicht mal Waschbecken nennen, es ist eine Badewanne. In ihrer Küchenbadewanne. Das ist ihre Küchenbadewanne und weiter oben ist ihre Badebadewanne. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir Tomb Raider spielen, spielen wir dann das Hauptspiel. Nicht noch das erste Level, nee. Heute nicht. Heute war nur ein kurzer, spontaner Stream. Das erste Level machen wir dann im nächsten Stream von Tomb Raider.